Ich zeige euch jetzt, wie man eine Gitarre mit einem Stimmgerät stimmt. Zuallererst verbinden wir die Gitarre mit einem Kabel mit dem Stimmgerät und schalten es anschließend an. Jetzt beginnt das eigentliche Stimmen der Gitarre. Wir stimmen sie auf die standardmäßige E ein. Ich habe den Merksatz: Eine alte dumme Gans hat Eier. Hier ist das E, das tiefe E, A, D, G, H, hohes E. Dafür spielen wir jeweils eine Saite an und drehen das passende Wirbel dazu. Und dafür müssen wir dann aufs Stimmgerät gucken, das zeige ich euch gleich, dass der Punkt immer in der Mitte ist. Anschließend die nächste Saite, das A, dann das D, dann das G hier. Das H und zu guter Letzt das hohe E hier. Und das machen wir jetzt auch gleich. So, in der Mitte, die 0, da seht ihr einen kleinen Punkt und den müssen wir versuchen, mit dem sich bewegenden Punkt parallel zu setzen. Fangen wir an mit der tiefen E-Saite. Das war schon fast. Links erscheint dann immer der Buchstabe, den ihr gerade spielt. Da. Anschließend nehmt ihr euch die zweite Saite, die A-Saite, vor. Das macht ihr jetzt mit jeder Saite. Wie gesagt, die erste Saite das tiefe E, die zweite das A, die dritte das D, die vierte das G, die fünfte das H und die sechste Saite, die dünnste Saite, das hohe E. Wenn ihr mit allen sechs Saiten fertig seid, sollte in der Mitte immer ein grüner Punkt erscheinen und sich in etwa so anhören. Die ist noch nicht ganz richtig, also nochmal nachjustieren. Hier seht ihr, dass ein B angezeigt wird. Das liegt daran, dass es ein amerikanisches Stimmgerät ist und da ist anstatt des Hs ein B. Ein B. So, und die letzte Saite. Das hohe E. Jetzt ist alles richtig und ihr könnt mit dem Spielen loslegen.